Hallo, liebe Freunde des gepflegten Bitterobstes. Eine Ahnung, was das hier ist? Nein, das ist keine Orange. Nein, das ist keine Zitrone. Ja, es ist eine Zitrusfrucht und zwar eine Kiwi. Nö, natürlich nicht. Das hier ist eine Pamplemousse. Meine Schwägerin hat mir verraten, also sie kennt die auch aus ihrer Kindheit und die gibt es heute gar nicht mehr. Nun, meine Schwägerin lebt in Hamburg, die muss es eigentlich wissen, in der guten alten Hansestadt. Aber ich habe noch eine Pamplemousse gefunden, in Berlin natürlich. Und ich verrate später auch wo. Als Erwachsener habe ich noch nie eine verzehrt. Meine Omas, beide Großmütter, haben täglich sich Pampelmusensaft gemacht. Als Kind fand ich schon den Namen bescheuert, also Pampelmuse, das klingt ja fürchterlich. Und dann schmeckt sie auch noch bitter, kein bisschen süß und nee, als Kind überhaupt nicht. Aber als Erwachsener, heute zu Low-Carb-Zeiten, ist ein Versuch wert. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Pampelmuse wie dieser und einer Grapefruit, die man normalerweise im Laden und auf dem Markt bekommt? Nun, die Pampelmuse ist die Urform. Und jetzt wird es gleich ein bisschen kompliziert. Wenn ich einen Pampelmusenbaum mit einem Mandarinenbaum kreuze, dann gibt das eine Orange. Wenn ich jetzt wiederum einen Orangenbaum nehme und den mit einer Pampelmuse zurückkreuze, dann gibt es eine, nein, nicht Mandarine, eine Grapefruit. Die Grapefruit sozusagen ist das Ergebnis einer Rückkreuzung und die Urform ist aber die Pampelmuse. Die beiden unterscheiden sich vor allem mal in ihrer Farbe. Also die Pampelmuse ist so richtig schön gelb, schalig und innen drin auch. Und die Grapefruit, die ist außen orange und innen drin ziemlich pink. Ich hasse pink. Und geschmacklich ist der Unterschied, dass die Pampelmuse vor allem bitter ist. Und ja, fruchtig ist sie auch. Ist ja eine Zitrusfrucht. Das heißt ja, die Säure, sauer macht lustig und bitter daneben auch. Ja, ja, du Früchtchen, jetzt wird's bitter für dich, du wirst püriert. Also dann. So, das Pürieren ist passiert und ich habe hier ungefähr 200 Milliliter frisch gemuste Pampelmuse. Jetzt können wir fragen, soll da eigentlich noch ein bisschen was bei, ein bisschen Joghurt oder ein bisschen Kokosmilch, beides wäre da. Aber ehrlich gesagt, das ist jetzt meine erste Pampelmuse als Erwachsener und das muss ich durchstehen wie ein Mann. Und wenn sich jetzt mein Gesicht gleich ein bisschen verzieht, dann wisst ihr, dass das vielleicht gar nicht so eine gute Idee ist. Aber gucken wir einfach mal, also Prost zum Wohle, denn gesund soll es ja sein, ne? Oh, ist damit ganz gut auszuhalten. Vor allem, obwohl ich jetzt keinerlei Zusätze gemacht habe, geht es locker als Smoothie durch. Also weich auf der Zunge, etwas bitter im Abgang und naja. Und das soll gesund sein, dafür schmeckt es verdammt gut. Also, nächstes Mal vielleicht ein bisschen Chili dabei, dass der Morgen so richtig gut beginnt, aber kann ich nur empfehlen. Eine Pampelmuse, in dem Fall die kam aus Griechenland und ich hatte sie aus Karlshorst. Okay, also wer da schon mal war, weiß, da gibt es einen Biomarkt, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die haben weiße Grapefruit und das sind echte Pampelmusen. Also, muss auch. Schmeckt das Leben mal bitter? Wie ist Pampelmuse dir ein? Spürst du dann ein Zittern? So unbesorglich wird's fein. Vergiss die Orange. Vergiss die Lust am süßen Trost. Denn sauer macht es dich. Und Pampelmuse auch. Prost.
Pampelmuse auch. Prost! Muse on.